Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meiner Dunkelelfin. So, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört. Auf frostigen Grad verbrennt die Vorräte und sollen jetzt hier einmal mit Rolunda reden. Wollt ihr euren Mut beweisen? Wollte mein Bruder auch. Und jetzt ist er fort. Hauptmann Rana hat mich geschickt. Ich bin hier, um zu helfen. Ich danke euch. Ich hoffe nur, wir sind nicht zu spät. Ach, guck mal, Quest abschließen. 85. Mein Bruder war nie die schärfste Klinge im Arsenal. Aber er ist alles, was mir geblieben ist. Euer Bruder wird vermisst? Ayman ist in der Höhle. Irgendwo. Der Frostmann fügt Menschen, die sein Reich betreten, alle möglichen Dinge zu. Ich kann ihn nicht da drin lassen. Seit Vater verstarb und Mutter fortging, ist er alles, was mir geblieben ist. Wer ist denn dieser Frostmann? Das weiß niemand. Er schnappt sich jeden, der Orkays Höhle betritt. Und jetzt auch meinen Bruder. Ich sollte aufhören, diese Klinge zu schärfen. Ihr müsst hineingehen. Ich kann das einfach nicht. Bleibt hier, ich werde ihn finden. Wir kannten einen Mann, den alten Rory. Er ging hinein. Als die Soldaten ihn rausschleiften, fehlten ihm sämtliche Knochen. Ich gebe euch Zeit, bis mein Feuer erlischt. Dann werde ich euch folgen. Erzählt mir von eurem Bruder. Er trinkt zu viel, er prügelt sich zu oft. Und er verfügt nicht einmal über den Verstand, den Kühne den Horkern gegeben hat. Allerdings ist er der beste Koch der Insel. Seit Vater im Kampf gegen die Akaviri gefallen ist, haben wir nur noch einander. Okay, und wie lange spukt schon? Vor ungefähr 10 Jahren ist da drinnen irgendetwas eingestürzt. Seitdem verschwindet immer wieder jemand. Seit ich denken kann, ist diese Höhle tabu. Hauptmann Rana hält uns jedes Mal einen Vortrag, wenn jemand als Mutprobe dort hineingeht. Okay, dann gehen wir mal rein. Gold und Erfahrung haben wir bekommen. Ah, guck mal. Runensteinchen. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Und dann gehen wir mal in die Höhle, wa? Einfach alles einsammeln. Ja dann, auf. Ne? Gucken, dass wir keine Ecke auslassen. Jeglichen Loot mitnehmen. Trinkschlauch füllen. Okay. Ja dann, Orkays Höhle. Gehen wir mal rein. Mal gucken, ob wir da so... wie wir uns alleine schlagen. Ne? Im Stream waren wir ja als Gruppe unterwegs. Und jetzt gehe ich alleine. Schauen wir mal. Das sieht aus wie ein Spieler. Was ist das hier alles? Da ist eine Lampe. Wir müssen, glaube ich, da hinten hin. Aber ich will trotzdem mal kurz ein bisschen erkunden. Mal schauen, was hier alles so ist. Ich glaube, hier geht es wieder raus, oder? Ach, du lieber Gott. Ja, vielleicht sollten wir doch den Hinweisen folgen und nicht einfach wahllos hier durch die Gegend. Der hier ist eingefroren. Jemand, den du kennst? Errate, wer ich bin. Und vielleicht lasse ich ihn gehen. Ah, das steht da drin. Okay, wir müssen die Hinweise suchen. Da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir mal suchen. Wir brauchen 3 Hinweise und dann immer sollen wir mit weiter. Dem Frostmann reden. Da werden schon keine Fallen sein. Leere Kiste. Ach. Hier liegt ein toter Bär. Also wirklich viel Loot ist hier auch nicht, ne? Du wirst eine tolle Ratte abgeben. So neugierig. Suchen. Dieses Lagerfeuer brannte hier für ein bis zwei Tage. Die Überreste sind aber schon kalt. Okay. Was ist hier? Ein Rucksack? Rune eines Magiers. Lässt die Macht erahnen, die einst innewohnt. Nehmen wir die mal mit. Wie ungehörig. Einfach meine Sachen zu durchwühlen. Dieses Bettzeug ist noch immer fest verschnürt. Okay.
Gut, da haben wir den ersten Hinweis, glaube ich. Gehen wir mal weiter. Sind überall Tote. Hier ist sonst nichts. Ich dachte, hier wäre mehr. Toter Eisbär. Haben alle keine Taschen mehr. So. Ich kann ja mal ein bisschen rennen. Das ist der Frostmann, ne? Ja. Dann suchen wir mal weiter nach Hinweisen. Tiefer. Mein Gott, so viele. So viele. Oh Gott, so viele Wege hier. Meieieiei. Das ist ja wie ein WoW hier. Schau dich um, gierige Ratte. Siehst du etwas Schönes? Brich dir nicht das Genick. Brich dir nicht das Genick. Ja, hier ist ja überall nichts. Lampen. Aber... Hier waren wir schon. Das ist ein Bär. Der, da ist er eingefroren, ne? Hä? Da kommen wir her. So. Lederfetzen. Einfach mal mitgenommen. Wo müssen wir denn hier hin? 10 Jahre später. Oh, die spawnen ja wirklich hier. So, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Oh. Dana laufen. Ah. Laufen hast du es heute nicht so, ne? Hier verwahre ich meine Freunde. Nur zu, stell dich vor. Gucken wir doch mal. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Jasmin. Chemieflasche. Lotusblüte. Jute. Huhu. Alles leer. Man hat das Gefühl, hier... Man ist hier eigentlich nur am Looten, oder? Dietrich, jawoll. Was liegt da drin? Musikinstrument. Garderobe. Einfach mal dem Typen die Klamotten klauen. Das hier ist alles leer. Hier. Das ist Auriel. Wir sind Brüder. Ich bin der Hübschere von uns beiden. Ich bin der Hübschere von uns beiden. Hat er seinen Bruder in der Urne? Okay. Da war ein Rezept drin. Seegras. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Das ist ein leeres. Tarak von der Silberklaue. Immer zum Scherzen aufgelegt. Als Vase ist er viel glücklicher. Okay. Einen komischen Humor hat der Typ. Sieht Arabien nicht umwerfend aus? Immer so schön strahlen. Ja, und jetzt? Das ist Auriel. Wir sind Brüder. Ich bin der Hübschere von uns beiden. Und jetzt? Was
Sind die Dinger jetzt alle weg? Ich hoffe. Ich bin der Hübschere von uns beiden. Okay. So. Müssen wir nochmal schauen. Muss es doch irgendwie... Oh. Okay. Ich hab nur Erfahrung, kein Leder. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Doch, da ist er. Und irgendwas muss hier noch sein. Da. Lass das liegen. Das ist vertraulich. Nö. So. Mein Tagebuch. Viertens. Erstsaat. Ödfels ist so kalt, wie man es uns erzählt hat. Ich kann nicht glauben, dass hier Menschen leben. Ich werde ihre Geheimnisse stehlen, so schnell ich kann. Dann werde ich in die warme Obhut der Wälder zurückkehren. Fünfter Erstsaat. Einen Großteil der Informationen, die wir benötigen, haben wir bereits. Die Königin wird erfreut sein. Morgen brechen wir auf. Ich kann es kaum erwarten, meine Zehen wieder aufzutauen. Ah, da steht kein Tag. Ich war bewusstlos. Wie lange war ich ohnmächtig? Das Letzte, an das ich mich erinnere, war der Einsturz. War es der Pakt? Haben sie uns gerufen? Gefunden? Alle anderen sind tot, selbst Uriel. Er fiel in der Schlacht. Ich werde ihn hier nicht verrotten lassen. Seit dem Einsturz bereitet mir Magie Kopfschmerzen. Ich kann mich nicht hinausgraben. Es sind so viele Felsen. Das Einzige, was ich essen kann, sind Wurzeln. Was werde ich tun? Die Wurzeln waren giftig. Schlimmer noch, ich glaube, sie rufen Halluzinationen hervor. Ich sehe meine toten Freunde. Arave, Tarak, sogar Uriel. Was ist mit meinem Verstand passiert? Tag des Eises. Die Ratten sind das Problem. Sie haben den Einsturz ausgelöst. Sie haben sich in den glänzenden Stein verbündet. Ich werde sie kriegen. Tag des Tauens. Ich habe Arave gefunden, in meinem Kerzenständer verwandelt. Eine gierige Ratte hatte sie sich geschnappt. Sie ist wieder bei mir und die Ratte ist jetzt fort. Ich habe sie vermisst. Es gibt noch so viel mehr zu sammeln. Tag der Auslese. Gierige Ratten haben versucht, meine Freunde mitzunehmen. Ich habe sie in Eiszapfen verwandelt. Okay. Das haben wir gelesen. Das war das, ne? Ja. Gibt's hier... Die Kiste ist leer. Aber irgendwo muss hier noch ein Hinweis liegen. Da hinten. Ein Hinweis fehlt noch. Und da müssen wir mit dem Typen reden. Dann gucken wir mal, ob wir den Hinweis finden. Ach, da oben. Schau dich um, gierige Ratte. Siehst du etwas Schönes? Brich dir nicht das Genick. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Oh, wir müssen da drauf. Und der Eisbär da unten steht, glaube ich. Verbeulter Helm. Verblüffend. Du hast das Unmögliche geschafft. Über kleine Felsen springen. Na gut. So, der Eismann war... Immer weiter. Da werden schon keine Fallen sein. Der Eismann war hier hinten, ne? Irgendwo hier. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich renne da mal einfach durch. Du wirst eine tolle Ratte abgeben. Nö, 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 nö. So neugierig. Nö, 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 nö. Das kannst du vergessen. Ich werde keine Ratte für dich sein. Wo ist der denn? Jetzt muss ich wieder hier. Schon wieder. Und wieder kein Loot. Wie weit bist du, schlaue Ratte? Hast du eine Ahnung? Ich bin bei dir. Der Frostmann.
Einfach buddeln, Pausbäckchen. Was hast du gefunden? Ihr seid ein Spion der Alt-Meri-Dominions. Ich Spion? Dominion ein Hohn? Du bist von der cleveren Sorte. Was soll ich nur mit dir anstellen? Ich habe erraten, wer ihr seid. Lasst einmal frei. Das macht keinen Spaß. Komm mit hinein. Wir spielen ein Ratespiel. Wenn du gewinnst, bekommst du Eimern. Verlierst du aber, wirst du meine neueste Ratte. Na gut. Ein Spielchen noch. Oh, ich bin geblendet. Na gut, dann gucken wir mal. Oder bin ich hier? Rate falsch, mein Schätzchen. Und du gehörst mir. Findet den echten Frostmann. Na gut, dann tun wir das mal. Unfair. Habe ich doch den richtigen gefunden, ja? Sprich nicht mit mir. Ich bin nur ein Strauch. Du hast keine Seele. Willst du meine haben? Sie ist schwarz und klebrig. Ich habe euer Spiel gewonnen. Ein paar alte Freunde kommen zum Essen. Trink von ein paar Wurzeln. Bleib bei uns. Hier bist du sicher. Wovor? Die Steine. Die glänzenden. Sie sind nur so lange schön, bis du dich umdrehst und dann... Wusch! Schädel platzen, Knochen brechen. Dies ist der sicherste Ort für mich. Meine Freunde sind hier. Nimm sie mir nicht weg. Ich will deine Freunde gar nicht. Ich bin nur wegen dem einen Typen hier. Wollen, wollen, wollen. Gierige Ratten. Wir wollten hier weg, aber dann... Glänzende Steine. Ich habe sie dann gegessen. Sie waren kalt. Meine Zähne haben mir davon wehgetan. Er wird sterben. Leute sterben nicht. Sie ändern ihre Form. So wie Arawe. Sie ist ein schöner Kerzenständer. Sie leuchtet wie die Sterne. Und Tarak? Er war nie glücklicher. Was ist mit dieser Rune? Möchtet ihr sie nicht zurückbekommen? Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Und die schmeckt bestimmt wie Sägemehl. Die kannst du selber essen. Wenn ihr ihn nicht freilasst, werde ich euch wehtun müssen. Die glänzenden Steine haben das getan. Die Wurzeln, das Wasser, Uriels 13. Ich habe versucht, ihn zu retten, aber sein Kopf lief immer weiter aus. Und jetzt ist er eine Milchkanne. Wenn Arawe eine Kerze ist und Uriel eine Milchkammer, seid ihr bestimmt eine Bärenfalle, oder? Und? Und niemand möchte in einer Bärenfalle tappen, nicht einmal Ratten. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich von dir höre. Meinetwegen nimm Eimer an, aber lass meine Freunde in Ruhe. Und gib mir nicht die Schuld, wenn die glänzenden Steine dich erwischen. Alles klar. Und tschüss. So, kann ich hier runterspringen, oder? Wo sind wir denn hier? Da ist er. Kann ich hier nicht irgendwie... Oh, muss ich hier zurücklaufen oder sterbe ich, wenn ich hier langlaufe? Ich werde wahrscheinlich sterben. Ich glaube, ich muss hier raus. So. Genau. Dann rennen wir mal wieder runter, wa? Ach du lieber Gott, hier sind so viele Eisbären. Tschüss. Ja. Keine Ausdauer. Doch, hier bin ich richtig, ne? Hier war der doch irgendwo. Oder war das da hin? Ich weiß es nicht. Ist ich getriggert? Ja, habe ich. Habe ich das? Stirb! Leder. Ach Gott, hier sind ja noch mehr. Zack. So. Ach, da ist noch einer, aber... Der wird mich ja wohl jetzt nicht verlieren. Eimann! Was ist geschehen? Habt ihr diese Soldaten des Bündnisses gesehen? Soldaten? Ich sah, wie eine Gruppe von ihnen die Höhle erforscht hat.
Sie lachten mich an, als ich da im Eis hing. Dann hat der Frostmann sie geholt. Verschwinden wir von das hier. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Komm, lauf. Wir gehen raus. Schubst mich nicht so. Mensch. Da schubst er mich die ganze Zeit zur Seite. Holunder. Du bist gekommen, mich zu retten. Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Holunder. Wo habt ihr ihn gefunden? Der Frostmann hatte ihn. Eine Gabe, Kühnes. Wir gehen gleich ins Dorf zurück. Dieser Narr wird sich von Rana etwas anhören können. Ich kann euch das nie zurückzahlen, aber bitte, nehmt dies. Es gehörte unserer Mutter. Alles klar. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr meinen Bruder gefunden habt. In der Höhle des Frostmanns waren Soldaten eingefroren. Sie gehörten dem Dolchsturz. Soldaten? Hier? Das sind schlechte Neuigkeiten. Ich bringe meinen Bruder zurück ins Dorf. In der Zwischenzeit müsst ihr die Leute finden, die noch fehlen. Viele von uns sind in der ganzen Wildnis verstreut. Findet so viele wie möglich. Ich werde so viele wie möglich finden. Wir gehen, dummer Ochse. Jawohl, Level 5. Du hättest das sehen sollen, Ron. Die Höhle ist einfach unglaublich. So, Quest. Nicht Rolli. Ah, das ist früher. Er hatte Schätze. Er ist nur so groß wie ein Kind. Wie ein böser Babymann. Hey, hier ist ein Rucksack. Geh jetzt leer. Da rein und ich lass dich. Was ist daneben? Kuchen. Gut, meine Lieben. Gucken wir mal eben. Was können wir denn jetzt beanspruchen? Lebensringe, Fertigkeitslinie. Jawoll. Ich glaube, dann brauchen wir wieder mehr Ausdauer, ne? Immer einen davon. Haben wir hier noch irgendwie Fähigkeiten für den Bogen? Waffe, Bogen. Jawoll, Pfeilsalve. Freischalten. Schöne Sache. Endlich wieder ein bisschen was. Wollen wir mal gucken, wie sieht denn das aus? Ah. Ah, so sieht das aus. Alles klar. Juti. Aber, meine Lieben. Warte mal, ich glaube, hier war Waffe zurücklegen, ne? Dann gucken wir mal eben, was in meiner Tasche noch so drin ist. Sie bessere Werte zu erhalten. Was haben wir hier? Ringe. Guck mal. Kann man den anlegen? Jawohl, können wir. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn? Ist der besser wie meiner? Ich glaube nicht, ne? Nee. Da, die sind auch nicht besser wie meine. Gucke mal. Handwerksstil 1, die Hochelfen. Um den zurigen Untust benötigt ihr Rang 1. Ah, okay. Das heißt, ich kann das benutzen. Und dann lesen wir das nochmal eben vor. Handwerksstil 1, die Hochelfen. Auf 125 neue Sammlungsgegenstände freigestellt. Ein Buch, 125 Teile. Ah, diese Reihe bietet einen Überblick über die symbolischen, stilistischen Eigenheiten, die die führenden Kulturen Tamriels in ihren Künsten und Handwerken prägen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf den tragbaren und dauerhaften Gütern der verschiedenen Völker, also auf ihre Kleidung, ihrem Schmuck und ihren Waffen und Rüstungen, da diese ein verlässlicher Spiegel ihres kulturellen Ausdrucks sind. Wenn diese Serie vollendet ist, wird sie den Lehrplan des Einführungskurses für Ethnographie an der Arkan-Universität ergänzen. Wir beginnen mit den Hochelfen, den scheuen Altmeer der Sommersendinseln, schließlich kann man behaupten, und Elfen tun das häufig, dass die Zivilisation erst von den Altmeer des alten Elnufe nach Tamri gebracht wurde. In den Punkten, in denen die Elfen von Sommersend bewusst versuchen, das Erbe ihrer meretischen Ahnen aufrechtzuerhalten, liegen ihre Traditionen ganz gewiss näher an denen der Gesellschaft vor der ersten Ära
als die aller anderen Völker. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass die Kultur der Hochelfen sich in den Jahrtausenden seit der Ankunft der ersten Alpner nicht in vielerlei Hinsicht entwickelt und verästelt hat. Das hat sie nämlich durchaus. Es ist nur so, dass man, wenn man die moderne Kultur der Alpner mit dem Auge eines Historikers betrachtet, die Umrisse ihrer Ursprünge erkennen kann. Bei diesen ersten Arbeiten habe ich von der Hilfe des berühmten Morian Zenas profitiert, der hier an der Arkan-Universität als Professor für transliminale Studien tätig ist. Professor Zenas ist das einzige Mitglied unserer Fakultät, das die Summers-Inseln bereits besucht hat, genauer gesagt Atheum, mit einem kurzen Zwischenhalt in Dämmerung. Als ich Professor Zenas zum ersten Mal in seinem Haus im Kathedralenviertel besuchte, war ich ein wenig eingeschüchtert, aber er stellte sich als bezaubernder älterer Herr heraus, dem sein Hang zur Verdrießlichkeit zu Unrecht nachgesagt wird. Morian, denn er hat mich gebeten, ihn so zu nennen, lud mich zum Abendessen ein, das von seinem lakonischen, agonischen Lehrling, oh Gott, serviert wurde. Wie Morian erklärte, streben die Hochelfen in ihren Formen nach einer einfachen Eleganz, in deren fließenden Linien sich grazile Muster der Natur wiederfinden. Mehr oder weniger abstrakte Vögel, Blumen, Muscheln sind beliebte Motive, werden in bunten, aber unauffälligen Farbtönen dargestellt. Rüstung wird so gearbeitet und verziert, dass sie an Schuppen oder Federn erinnert, und sogar schwere Harmische und Helme tragen mitunter stilistische Flügel oder Schnäbel. Gegenstände aus Metall werden oft mit einem durchsichtigen grünlichen Material namens Glasit akzentuiert. Dabei handelt es sich um eine Art jadefarbenen Obsidian, den elfischen Schmiede mittels geheimer Vorgänge bearbeiten können, die nur den Altmeer bekannt sind. Obgleich es hart genug ist, um nach dem Kühlen eine hervorragende Schneide zu halten, kann erhitztes Glas in beinahe jede Form gebracht werden, und die Hochelfen nutzten es in großem Maß zur Herstellung von Prunkwaffen und Rüstung. Nach dem Abendessen stellte mir Morian bei ein paar Schwenkern zirodilischen Branntweins alle möglichen Fragen über mein Stilprojekt und auch einige über mich selbst. Es war wirklich sehr schmeichelhaft. Ich muss einen Vorwand finden, mich erneut mit ihm zu unterhalten. Das war's. Das war das erste Buch. Ui, da haben wir ja noch einige Bücher. Ihr habt ein Sammlerstück erhalten. Ihr könnt dieses und weitere jederzeit im Menü... Ihr habt ein Sammlerstück erhalten. Wo denn? Andenken? Ja, das ist nur die Narren. Friedliche Aktionen. Wo kriege ich die? Ach, das ist wahrscheinlich erst, wenn wir weitergespielt haben, ne? Was ist das hier? Funke, Dämmerholz. Also, glaube ich, einige sind, kriegt man, glaube ich, erst. Ach so, da hinten. Monturstile. Ah. Okay, da wühlen wir uns jetzt nicht durch. Hochelfischer Hut. Alles klar. Also, da kann man sich schon ein bisschen das Outfit zusammenbauen, ne? Supi. Juti, wir haben noch mehr Bücher. Guck mal. Wir haben noch ganz viele Bücher. Grund des Lernens. Achso, ist mehr Erfahrung, ne? Ich hatte, glaube ich, irgendwas. Erhöht eure Regenerationsrate. Das ist Alchemie, oder? Oder Essen. Rezept haben wir auf jeden Fall mal gelernt. Ansonsten Tasche, kann ich die Tasche mal erweitern? So, was haben wir hier? Jute-Schärpe. Leicht, ist die besser wie meine? Jo, die ist sogar besser. Aber die gewährt mehr Leben, die andere, die ich habe, ne? Und das hier ist halt eine Waffe. Handwerksstil, Bretonen, 6, 7, 9. Wir haben hier noch einige Bücher, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir uns einmal die ganzen Bücher zu Gemüte fügen. Dann machen wir eine Folge mal Lesestunde. Danke, Marek. Also, ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye.